Ja, wie bekannt sind wir seit Samstag wieder im Trainingsbetrieb, am Samstag 4.1. Die Jungs haben ihre Hausaufgaben gemacht, sind gut zurückgekommen und der erste Eindruck ist eigentlich sehr positiv, weil wir sehen, dass schon alle sehr pflichtbewusst waren. Wir fangen immer ganz gemütlich an bei 6 km/h. Die Spieler laufen immer 3 Minuten. Nach den 3 Minuten wird ein Tropfen Blut vom Ohr abgenommen. Das dauert in der Regel so 30 Sekunden. Und danach geht es immer mit 2 km/h mehr weiter. Ja, der Laktat ist sehr wichtig, weil wir wollen ja wissen, in welchem Zustand die Spieler sind, wie wir sie belasten können, ob jemand ein bisschen mehr machen muss und wo wir sie genau belasten müssen. Also das ist schon eine Messung, wo wir genau wissen, welchen Leistungsstand der Spieler zur momentanen Situation hat. Es gibt ganz verschiedene Erkenntnisse über die Grundlagenausdauer, über die Laktatschwellen und eben auch Maximalwerte wie Herzfrequenz und maximale Laktatwerte. Morgen Mittag ist dann wieder ein Training. Mittwochmittag, Donnerstag 2-mal, Freitag 2-mal und Samstag wird frei gemacht, damit die Jungs sich vorbereiten können, auch das Material so eingepackt werden kann, damit wir am Sonntag dann in Marbella bei Ankunft starten können. Die Trainer bekommen ja von uns jetzt die Auswertungen und dann im Trainingslager kann man individuell aufgrund der Auswertungen Schwächen beheben. Und eben auch schauen, wo noch Potenziale sind.